möchte auch ein kleines Geständnis ablegen und mein Gewissen erleichtern. Natürlich bin ich vor einem Hofrichter gestanden und der Hofrichter hat mir angeschaut und sagt, Herr Christian, wann sind Sie eigentlich draufgekommen, dass das mit diesen Stimmen so geht? Das war bei mir in einer Überraschung seit drin. Wie bitte? Ja, in einer Überraschung sei. Ich habe nämlich als Kind immer ein bisschen Pech gehabt, wissen Sie? In meiner Überraschung sei war immer dasselbe. Meine Freunde haben die tollsten Sachen gehabt, zum Zaunbauen, so Spielzeug und so. Und bei mir war immer nur eine gelbe Plastikkapsel drin. Aber dann hat es einen Tag gegeben, da hat sich alles verändert, wirklich. Da haben sie die Weichen gestellt. Da bin ich nämlich in der Früh munter geworden und beim Aufwachen in der Früh habe ich mir schon gedacht, das war kein Tag wie alle anderen. Ich bin wirklich einmal da, was ist denn jetzt los? Das gibt es nicht. Plötzlich konnte ich sprechen wie andere Personen. Es war relativ einfach. Ich habe da überhaupt keine Mühe gehabt. Das war sogar so, dass ich mir gedacht habe, das ist sensationell. Das war eigentlich leibend, weil ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ich bin in dem Bett gehen, grundsätzlich nicht in der sicheren Spur der Grammatik, aber es war eigentlich wurscht, weil es ist alles gegangen, was ich wollte. Ich konnte reden wie ein deutscher Bundestrainer, sagen wir auch einer, der was beim FC Bayern gespielt hat, keine Frage. Ja. Wir reden können wie ein holländischer Fußballtrainer, war alles kein Problem. Ich konnte Lieder singen wie ein deutscher Interpret. Ich dachte mir, oh, was soll das? Das war unglaublich. Natürlich nicht, aber das war eine Frage in der Worte ein bisschen. Nicht? Das war... Ja, es war eine Erfahrung, die weiß ich heute, die weiß ich nicht missen möchte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil der Bursche, der kann reden wie ein Skifahrer Hirzen, habe ich mir gedacht. Das war vom Feinsten. Und ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Und da war mir klar, hey, wow, der Herrgott hat mich gar nicht vergessen. Gar nicht. Im Gegenteil, der hat mir ein super Geschenk gemacht. Der hat mir nämlich das geschenkt, was wir heute so als Talent bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Talent ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht. Aber wenn es eins ist, dann steht auf jeden Fall fest, dann ist es keine Option. Dann ist es eine Verpflichtung. Weil der Talent ist nie eine Option. Ein Talent ist immer eine Bestimmung. Es gibt nichts Traurigeres auf dem Planeten als ein vergeudetes Talent. Und der Herrgott hat sich wahrscheinlich bei mir gedacht, den gebe ich zwar Linke, der kann keinen Nagel gerade in die Wand haben. Aber ich gebe ihm was anderes. Ich gebe ihm was, womit er Menschen zum Lachen bringen kann. Und für nichts anderes bin ich da, um Menschen zu unterhalten. Und wenn man mal weiß, warum man überhaupt da ist, was seine eigentliche Bestimmung ist, dann ist es viel wert.